Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Wir sprechen heute mal über die spannenden Zusammenhänge von Süchten und B-Vitamine. Wie wir es schaffen, wirklich mit einem guten Blick auf die Nährstoffe auch ein psychisches System und auch das Verlangen vielleicht nochmal zu regulieren und eine neue Lebensqualität zu bekommen. Und da spreche ich heute mit Sibylle Binder, einer Ernährungsexpertin hier bei uns im Sender. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Sibylle, schön, dass du wieder da bist. Wir haben schon einige Interviews durch. Und jetzt zum Schluss schön das Thema B-Vitamine und Süchte. Das Thema Sucht generell, da gibt es ja auch viele Theorien dazu. Ja, die eine sagen, das sucht man nach irgendwas, der andere sagt, das sieht man vor sich her. Der dritte sagt, man muss irgendwie einen Mangel auffüllen. Der vierte sagt, das sind vielleicht auch Nährstoffdefizite. Also wie siehst du das Thema? Was hast du da für Erfahrungen? Ja, liebe Corinna, danke, dass wir hier tun wir ja auch wieder ein großes Tor auf. Grundsätzlich ist ja die Sucht, entsteht ja durch ein Verlangen. Und alle diese Aussagen, denke ich mir, haben etwas Wahres. Mhm. Bei der Sucht geht es darum, dass ich ein Verlangen habe nach etwas. Und es gibt Menschen, die sind ja viel eher suchtgefährdet. Es gibt ja auch Gene, also genetische Dispositionen zu mehr oder weniger Sucht. Aber es ist grundsätzlich eine Kraft in mir, die mich hin zu etwas bewegt, um meine Gefühle in eine andere Bahn zu lenken. Also grundsätzlich neigen wir ja alle dazu, oder fast alle dazu, dass wir zu etwas greifen, um positive Gefühle zu haben. Und wir wissen, dass das Suchtzentrum und das Belohnungszentrum ja beieinander sind im Hirn und dass es eben einfach so ist, dass unser Hirn sehr träge ist und einfach möchte, dass wir gute Gefühle haben. Und mit allen Suchtmitteln versuchen wir ja eigentlich, diese guten Gefühle zu erreichen. Und da muss man, glaube ich, auch mal wirklich sagen, es gibt ja auch in dieser Suchtthematik immer auch Verurteilungen. Genau. Gerade auch in dieser super Gesundheitsszene, da gibt es ja dann auch Menschen, die extrem sich gesund ernähren und dann joggen gehen. Da kannst du genauso sagen, du rennst vor deinem Leben weg oder vor was läufst du weg, weißt du? Ja. Oder auch diese Sucht nach perfektem Essen kann ja auch eine Sucht sein nach Perfektionismus und in eine entgegengesetzte Richtung. Also Sucht muss ja nicht unbedingt zwingend ein destruktives Mittel wie Alkohol oder Zigaretten sein, sondern man kann auch aus vom augenscheinlich gesunden Dingen was Kontraproduktives kreieren. Ja, genau. Also, es gibt Tätigkeitssüchte und Substanzsüchte. Mhm. Und das ist ein Riesengebiet. Und grundsätzlich gehört es zum Menschen, dass er Grenzerfahrungen braucht, und zwar mehr oder weniger, die einen brauchen es weniger und die anderen brauchen es mehr, aber der Mensch sucht Grenzen. Und die Rauschmittel, aber genauso auch der Sport, oder wenn ich einen Marathon renne, gestern, oder, war in Zürich, war in Wien, war in London, in Hamburg, überall waren Marathons. Und das ist ja unglaublich, dass wir heute so viele Menschen haben, die so viel Sport machen, das richtig ist auch eine Sucht. Mhm. Und, eigentlich unterstütze ich sehr, dass wir das Bewerten von Süchten mal auf die Seite stellen. Weil grundsätzlich ist es einfach so, der Mensch ist ein Wesen, das zwischen diesen Polen ist. Er hat diesen destruktiven und er hat diesen positiven Pol. Und diese beiden Seiten in ihm kämpfen. Und wenn ich ein Mensch bin, der viel Kraft hat, dann haben diese beiden Kräfte so starke Auswirkungen, dass es mich hin und her schlitzt. Und grundsätzlich gehört es zum Menschen, ich finde auch, aufhören zu werden, auch der extremste Alkoholiker, der extremste Raucher. Punkt, es ist menschlich,
dass wir so etwas haben können. Und es ist fast besser, und das ist ja eben eindrücklich von Menschen, die durch diese Phase durchgegangen sind, dass es ja interessant ist, wie viel Positives aus Süchten auch entstehen kann. Also ich möchte das wirklich nicht werten. Mhm. Aber das Problem ist, viele Süchte zerstören uns. Grundsätzlich ist es so, es gibt ja auch diese Aussage, der Süchtige sucht etwas, das er nicht findet. So in diese Richtung. Also, es ist das Unterbewusste des Menschen, der mit solchen, bleiben wir jetzt mal bei den, beim Vitamin B-Komplex danach zu bleiben, bei diesen Genusssüchten. Es ist so, dass ich mit allen Suchtmitteln, ob ich Alkohol nehme oder sonstige Drogen, Nikotin, ich versuche wirklich meine gute Gefühle zu haben und mich in die Ruhe zurückzubringen, weil ich merke, ich komme nicht mehr runter, ich habe keinen guten Gefühl, ich muss etwas haben, was mir gerade ein gutes Gefühl vermittelt. Mhm. Und das Problem ist, dass alle diese Genussmittel, Rudolf Steiner hat mal gesagt, mit den Suchtmitteln kommt der Mensch in einen Anteil von seiner Persönlichkeit, wo es aus eigener Kraft nicht hinkommt. Das ist richtig. Ich komme mit dem Suchtmittel kurzfristig mit einem Teil mit mir in Kontakt, aber es ist eben auch eine Gefahr, weil fast alle Suchtmittel übernehmen irgendwann die Kraft, also sie übernehmen die Führung. Und dann verliere ich mich. Und Alkohol, Kaffee, Zucker, alle diese Drogen, sie regulieren eigentlich Neurotransmitter und Hormone. Das ist der Punkt. Sie regulieren die Emotionen über die Neurotransmitter und die Hormone. Und sie geben mir ein gutes Gefühl, aber fast alle Genussmittel, Genusssüchte, die sich dann entwickeln, wirken entzündungsfördernd. Der Alkohol, die Zigaretten, der Kaffee, der Zucker, sie führen alle zu Entzündungen. Also sie bringen eigentlich Stress ins System. Und mit dem Stress im System mache ich mehr Entzündungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu groß ist, aber was ist mit diesem Cannabis-Thema? Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Jugendliche kiffen. Vor allem jünger. Jünger? Mhm. Ich meine, bei uns ist die neue Wählergruppe in Deutschland zum Beispiel, wird ja auch dafür das Fenster aufgemacht, da wird ja auch stark manipuliert. Und dann hört man auf der anderen Seite aber wieder diese gesundheitsfördernden Erkenntnisse und das ist wie so auch so eine extremes... Das ist es wie beim Alkohol auch. Alkohol, eben warum nennt man Alkohol Spiritus? Stimmt. Und also der Alkohol bringt den Menschen in Kontakt mit sich und ich erzähle das auch immer in einem Vortrag und in der Ausbildung. Warum steht denn in der Bibel, dass Wasser zu Wein gewandelt wurde und nicht umgekehrt, wenn es nicht zum Menschen gehören würde? Also mit dem Spiritus, mit dem Alkohol komme ich mit etwas in mir in Kontakt, das mich ja offener macht. Oder auch reizbarer. Das heißt, es ist immer diese Gratwanderung, dass fast alle Drogen haben einen positiven Aspekt, sind Heilmittel, aber sind gleichzeitig aber einer bestimmten Menge zerstörerisch. Mhm. Und das ist genau das Thema Maßhalten mit den Genussmitteln, dass wenn ich eben ein Glas Wein trinke, nicht jeden Tag oder zwei, dreimal pro Woche, ist das etwas anderes, als wenn ich anfange, jeden Abend 3-4 Gläser Wein zu trinken. Mhm. Und wenn ich dieses Maß verliere, dann produziert es über den Stress auch Entzündung. Und über die Entzündung erhöhe ich den Bedarf an ausgleichenden Substanzen, an Mineralien wie Magnesium und eben die Antioxidantien und den ganzen Vitamin B-Komplex. Um jetzt da genau anzusetzen mit dem Vitamin B-Komplex,
macht es Sinn, wenn man Süchten verfallen ist, da mal den Wert im Blut zu bestimmen? Ja. Und was gibt es da für Erkenntnisse von der... Es gibt beim Vitamin B3, beim Niacin gibt es ja recht gute Studien, die Studienlage recht gut, dass man sieht, dass es eigentlich Suchttendenzen reduzieren kann. Auch bei Angstpatienten sieht man, dass es da Studien gibt, dass der B-Komplex, das B3, und ich denke eben immer wieder das ganze B regulierend wirken kann. Und in der geisteswissenschaftlichen Betrachtung der anthroposophischen Medizin ist es so, dass der B-Komplex, das finde ich sehr spannend, gesehen wird als, es ist die Gruppe, die dem Menschen hilft, die innere Ordnung zu halten. Mhm. Und wenn ich auf der Stoffwechselebene schaue, dann ist der Vitamin-B-Komplex verantwortlich für das Nervensystem, um Stresslevel runterzufahren, um in Stresssituationen ausgeglichen zu reagieren. Das heißt, es ist eine Realität, wenn ich ein Mensch bin, der zu Süchten neigt, ein höheres Potenzial hat, süchtig zu werden, dann ist es schon so. Und wenn ich dann noch hochsensibel bin, neurosensitiv, dann entgleise ich eher. Und es kann sinnvoll sein, einen B-Komplex oder die B-Vitamine zu testen, sind einfach relativ teure, immer noch teure Analysen. Ich sage immer wieder, wenn du, auch anamnestisch, wenn du merkst, einiges ist dir zu viel, du hast das Gefühl, du bist lärmempfindlich, dass zum Beispiel das Magnesium oder es ist dir schnell etwas zu viel oder du hast ein leichtes Kribbeln in den Extremitäten. Mhm. Du hast das Gefühl, dass du das Denken, also dass du nicht mehr regulieren kannst, was da alles an Impulsen kommt, dann ist es Zeit, an die Vitamine der B-Gruppe zu denken. Und dann reicht es eben nicht aus, diese Dachreferenzwerte von 1,7 Milligramm abzudecken. Nein, sag immer wieder, da brauchst du doch mehr. Du brauchst dann 5 Milligramm pro Tag. Du musst eindeutig höher gehen. Und da kommst du nicht darum heran, in einer Stressphase und um Stress zu regulieren, zu supplementieren. Aber es lohnt sich dann auch, nicht nur die B-Vitamine, sondern eben auch das Magnesium-Calcium-Verhältnis zu überprüfen. Den Säure-Basen-Haushalt zu regulieren. Mhm. Weil wenn du eben übersäuert bist, dann bist du viel, viel, viel eher Stress, anfälliger. Mhm. Es gibt ja auch so richtige Entgiftungskuren, hatten wir auch schon Gäste hier, mit B3, also diese Niacin-Thematik mit Sauna. Und ich hatte mich auch mal mit jemand unterhalten, der jetzt in dem Fall bei Scientology ist, aber die zum Beispiel auch sagen, wenn die Süchtige betreuen, oder die geben einem ja irgendwie auch die Möglichkeit, da rauszukommen, dann machen die auch eine 14 Tage, also nagel mich nicht fest, aber wirklich mit Sauna und B3, also das scheint wohl schon auch ein Entgiftungsprogramm für Abhängige in dem Sinn zu sein, dass ich das auch wirklich nutzen kann als Entgiftungsprogramm für die Psyche und für den Körper. Und was ich ganz spannend fand, dass mir dann erzählt wurde, dass dann der Süchtige auf einmal in der Sauna nach Marihuana, nach Gras riecht, obwohl er vor 20 Jahren das letzte Mal gekifft hat, weil dann einfach Schicht für Schicht in dieser Entgiftungskur rauskommt. Genau. Also was will ja nicht wissen, ist auch, dass Niacin und Tryptophan miteinander die Grundlage sind für das Serotonin-Melatonin. Das heißt, bei einer hohen Menge an Niacin kannst du eben auch auf die Psyche einwirken über das Serotonin, Tryptophan, Melatonin im Schlaf. Das heißt, mit so viel Niacin regulierst du die Psyche. Das andere ist, dass du natürlich dann eben, das ist richtig auch, ich würde es eben in Frage stellen, ob es nur reicht mit Niacin. Aber auf jeden Fall, wenn du die Entgiftung anregst, das ist richtig, immer, auch wenn du tiefgreifende Entgiftungen machst, wieder mit Sauna, wenn du mit Biosauna arbeitest oder eben nicht so starker Hitze, sondern sanften Hitze, dann arbeitest du wieder auf der Ebene des Lymphsystems und des Zwischenzellraums. Und
das ist es ja eben, dass im Zwischenzellraum eigentlich die toxischen Belastungen auch der Emotionen sitzen. Alle Emotionen, Belastungen machen grundsätzlich eine biochemische Veränderung. Und das ist das, was wir dann eben auch diese, wir nennen es Schlacken in der Naturheilkunde, aber eigentlich sind es Stoffwechsel-Zwischenprodukte, die da hängen bleiben. Und wenn du natürlich dieses Entgiften machst, das ist richtig, da arbeitest du richtig tiefes Zeug raus. Mhm. Das kann sein. Es braucht aber immer diese innere Bereitschaft der Person, wirklich durch diesen Prozess durchzugehen. Und ich... Niacin ist eben relativ gut erforscht und ich sage aber immer wieder, es braucht für das Gesamtnervensystem dann die anderen B-Vitamine auch. Mhm. Gibt es da noch was zum Beachten mit der Verfügbarkeit? Es gibt ja B-Vitamin auch Spritzen oder einfach nur Kapseln oder aktiv, nicht aktiv. Genau, darüber haben wir auch schon gesprochen. Wenn ich jetzt jemanden habe, zum Beispiel wirklich eine Suchtperson, und hier habe ich übrigens, ich arbeite in einer Klinik mit, wo wir sehr gute Erfahrungen haben, auch mit Menschen, die psychische Schwierigkeiten haben und zum Beispiel benzodiazepinabhängig sind über viele Jahre oder Jahrzehnte. Wir machen wirklich sehr gute Erfahrungen mit Supplementationen von B, aber auch anderen Elementen, aber eben auch zum Beispiel von Aminosäuren, wenn du dann auch noch mit GABA arbeitest. Du kannst wunderbar Suchtpatienten wieder in die Ruhe bringen, wenn du supplementierst. Ist wirklich gut. Die Erfahrungen sind da gut. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren mit aktiv und nicht aktiv, genau, mit welche der Art der Supplementierung. Dann würde ich, oder so eine Person, die süchtig war und in einer Suchtsituation steckt, die hat eine geschwächte Leber. Mhm. Und die wird wahrscheinlich eben die Vitamine nicht mehr richtig umwandeln können. Und darum kann es dann anfänglich sinnvoll sein, dass du aktive B-Vitamine gibst und gleichzeitig die Leber unterstützt, weil im Moment sie das nicht selber kann, dann machen die aktiven B-Sinn. Du kannst heute, das gibt es ja auch, du kannst B-Infusionen machen mit Vitamin B, kannst du höher dosierte Infusionen machen, das kann eine symptomatische Therapiemöglichkeit sein. Langfristig würde ich dann einfach einen normalen B geben und den Stoffwechsel dahin wieder motivieren, dass es selber kann. Aber anfänglich macht es sicher Sinn, dass wenn du eine Person hast, zum Beispiel einen Alkoholiker, der wirklich aus der Alkoholsucht möchte, dann macht es Sinn, dass man mit aktiviertem B arbeitet oder eben eventuell mit Infusionen. Steht es dann drauf, aktiviertes B, oder ist da irgendwas zugesetzt? Inwiefern spielt da Folsäure noch? Habe ich nicht letztens, wenn man zu hohe, der Blutwert, die Gefäßqualität. Homozystein. Ja, genau, danke. Dass man da das B mit der Folsäure zusammen kombiniert. Überhaupt immer. Also weißt du, Folsäure ist ja die B9. Es ist ja ein Teil, es ist die B-Gruppe. Die B-Gruppe ist eine ganze Gruppe hat man früher gedacht, ähnlichen Substanzen, aber die sind ja unterschiedlich. Und darum, es ist B1, B2, B3, B6, B9, B12, ist eine ganze Gruppe. Und bei B6 und bei der Folsäure, genauso wie auch beim B12 sieht man ja, dass manchmal jetzt ganz hohe Werte im Blut getestet werden, weil der Körper sie eben nicht mehr aktivieren kann. Man gibt sie und dann kann der Körper sie aber nicht aktivieren. Da findet man sie im Blut, trotzdem sieht man, es sind aber Mängel da. Also dann arbeitest du am besten mit Aktivierten. Und gerade das Homozystein finde ich auch, weißt du, ist sehr sinnvoll, dass wir Homozystein anschauen, weil wir dann wissen, es ist das B12, die Folsäure und das B6. Wir brauchen diese drei Vitamine der B-Gruppe. Und wenn wir die drei brauchen, dann brauchen wir das Niacin und das Thiamin und das Riboflavin, also B1, B2 und B3 eigentlich auch. Die sind so hochkomplex miteinander in einer Wechselwirkung. Ja. Und dann denke ich mir immer wieder, ich habe ja dann wirklich das Geschenk, dass ich immer wieder tolle Gäste hier habe und jeder hat was Besonderes. Ja, dann hörst du das und dann Omega-3 und dann denke ich mir,
Gibt es nicht irgendwas, was uns eigentlich in einem ganz anderen Ebene reguliert, dass die Systeme, weißt du, nach unten hin letztendlich unterstützen? Das ist super wertvoll, aber sind wir nachher wirklich Menschen, die immer wieder irgendwelche Supplemente benötigen, oder findet die Regulierung nicht irgendwo auf einer ganz anderen Ebene statt? Doch, das ist das, was ich seit vielen Jahren versuche zu vermitteln. Das Grundproblem ist, ich blicke auch auf so 30 Jahre Erfahrung zurück. Ich habe kurz nach meiner Ausbildung als Ernährungsberaterin diese Vitalstoffausbildung gemacht und das war der Anfang der orthomolekularen Medizin. So, damals. Und das hat sich ja unglaublich entwickelt. Und wo wir heute sind, macht mir auch etwas, also finde ich etwas bedenklich, macht mir auch etwas Sorge, weil wir lauter Einzelsubstanzen nehmen. Ich habe darüber ja auch schon gesprochen. Wo fängt denn die Regulierung an? Eben dort, nehmen wir wieder das Thema Sucht, dass ich als Mensch Hilfsmittel kriege, mit meiner Sensibilität und meinem Wesen durch den Alltag zu gehen, ohne dass ich so abhängig werde von solchen Substanzen. Dass ich Menschen um mich habe, die mir helfen, regulierend mit mir selber umzugehen. Dass ich gehe in die Natur, ich versuche genügend zu schlafen, ich versuche, wenn ich Spannung habe, darüber zu sprechen, habe Menschen, die mir helfen, dass ich dann eben vielleicht an einer Einladung mit einem oder zwei Glas Wein umgehen kann und mich nicht abstürzen lassen muss. Und dass ich meine emotionalen Blockaden versuche zu hören, zu sehen, zu akzeptieren und denen nachzugehen, dass wir Traumas aufräumen. Und darüber haben wir auch schon gesprochen, wenn wir anfangen, unsere Traumas, unsere Glaubenssätze aufzulösen. Ich muss, ich soll, ich darf nicht. Wenn wir das alles versuchen aufzulösen, dann können wir viel weicher mit uns umgehen. Und da brauchen wir plötzlich nicht mehr uns wirklich zuzudröhnen mit Suchtmitteln. Dort fängt es an, genau. Und dann bräuchte ich auch weniger Supplemente. Das wäre eigentlich das Ziel. Aber da braucht der Mensch Unterstützung, da brauchen wir alle Unterstützung. Wir sind gerade in der Schweiz, finde ich, geprägt von viel Druck, viel Müssen, viel ich sollte, ich müsste, ich vergleiche mich mit anderen, aber ich glaube, es ist in Deutschland ähnlich. Da haben uns viele Naturvölker vieles voraus, wenn wir etwas gelassener und etwas verspielter werden. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, finde ich, auch von uns älterer Generation, dass wir den Jungen wieder auch etwas beibringen, dass sie verspielter durchs Leben gehen, dass dieser Druck nicht so sein muss und eben, dass wir emotional aufräumen. Ja, die Kinder kriegen wir auch als Spiegel, dass wir es, was macht es mit uns, wenn die da den ganzen Tag liegen? Genau, wenn es neben dann chillen, dürfen wir nochmal atmen in unser eigenen Druckmacher, ja, der dann sagt, hier, ja, schon spannend. Es kommt wahrscheinlich die Generation, die uns sagt, hier, chill mal. Ja. Genau. Aber die dann natürlich auch nicht mehr mit diesen Ansprüchen kommen dürfen. Wir wollen zwar chillen, aber ein gutes Leben haben und ganz viel verdienen. Nein, da müssen wir schon einen Mittelweg finden. Und immer wieder das Entgiftende, das sanft Entgiftende hilft natürlich, diese Abbauprodukte, diese Stoffwechselrückstände immer wieder rauszuleiten. Und wenn ich natürlich, bringe den Studenten immer das Beispiel mit der Klangschale. Wenn ich eine Klangschale, die leer ist, anklinge, dann gibt sie Resonanz. Mhm. Ne? Und sobald ich aber da Sand oder Wasser reingebe, geht sie nicht mehr gleich in Resonanz. Und das ist bei uns Menschen genau das Gleiche. Je mehr wir entgiftet sind und frei sind, desto mehr können wir in diese Resonanz von diesem Feinen. Und darum ist Ausleiten, sanftes Ausleiten immer wieder ganz wichtig. Aber auch hier empfehle ich, dass wir nicht diese Hardcore-Sachen alle machen müssen und uns ständig ausleiten müssen und entgiften müssen. Das kann auch zu viel sein. Sanftes Ausleiten würde jetzt bei dir bedeuten, wirklich so mit Kräuter, Gewürze, oder wie sieht bei dir sanftes Ausleiten aus? Ja, zum Beispiel eben nicht, es muss nicht immer ein Vollfasten sein, sondern es kann ein Teilfasten sein, ein Basenfasten, wo ich eben mit Gemüsesuppe oder mit basischen Nahrungsmitteln arbeite. Sanftes Ausleiten heißt zum Beispiel, das in einer Woche mache, wo ich auch genügend schlafen kann und ruhen kann und in der Natur mich bewegen und nicht voll durcharbeiten und ich faste noch voll.
Und wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der gerade so an der Grenze ist zu einer halben Erschöpfung, dann würde ich sagen, okay, nein, wir arbeiten nur mit Pflanzen und mit genügend Schlaf und Lymphdrainage und Basenbädern, um zu auszuleiten, bevor ich dann eine Hardcore-Entgiftungskur mache. Aber die Menschen hören heute so viel und sehen so viel und machen alles mit. Mhm. Und da bei der Supplementierung, beim Entgiften, man macht einfach gerade etwas und hört gar nicht mehr in sich hinein. Und ich glaube, wir müssen viel mehr in uns hineinhören. Ist es jetzt meines? Und auch nochmal mit den Genussmitteln. Ich sage immer den Jungen, ihr müsst alles ausprobieren. Ihr solltet, wenn ihr Lust habt, probiert alles aus. Das gehört in die jungen Jahre. Ich kann nicht die ganze Zeit vernünftig sein. Mhm. Aber ich muss lernen, dass ich dann mit 60 nicht mehr die gleichen Abstürze haben muss wie mit 20, 25, sondern ich sollte im Laufe des Lebens immer mehr merken, das brauche ich alles nicht mehr. Mhm. Ja. Ja, es ist wirklich spannend. Also ich beobachte das wirklich auch noch mit diesem Cannabis, was da jetzt gerade passiert. Mhm. Irgendwas, ich kann es ganz schwer einschätzen. Ja. Das Cannabis gehört für mich, ich unterrichte das Thema Suchtmittel bei uns, unseren Studenten in der Medizin und habe mich mit vielen von diesen Suchtmitteln auseinandergesetzt. Es ist wirklich so, das Cannabis kann beruhigen, aber für mich gehört es auch zu den eher spaltenden als bewusstseinserweiternden Drogen. Mhm. Da ist LSD in Mikrodosierung, finde ich, anders oder LSD ist anders unterwegs als das Cannabis. Es macht mich, beruhigt mich, ja, das ist richtig, bei einer Neurosensitivität kann es mir helfen, dass ich mehr bei mir bleibe. Aber wenn ich das jeden Tag mache und jeden Abend mich einfach so dumpf mache, dann macht es etwas mit meinem Hirn. Und darum finde ich auch das Cannabis, finde ich, sollte man sehr, sehr differenziert betrachten. Mhm. Ja, das macht mich jetzt auch eben stutzig mit dieser ganzen Erlaubnis und gerade die Partei, die speziell, ja, die Erlaubnis, ja, klar, da muss man eine dumpfe Basis vielleicht auch haben. Also, weißt du, das ist alles so, wo ich denke, beobachten, ja. Also es ist schon interessant, während eben das LSD ist aber, glaube ich, gar nicht erlaubt, auch nicht in der Mikrodosis, ja, oder? Ja, genau, aber es wird in der Medizin, gerade die Schweiz ist ja auch führend in der Forschung. Und ich glaube, es ist eine Sache der Zeit, dass wir das gerade in der Psychiatrie in kleinsten Dosen einsetzen. Und so finde ich auch, dass das wirklich das Cannabis eingesetzt werden kann und Cannabis auch eben gerade bei neurologischen Erkrankungen finde ich äußerst spannend medizinisch, aber man hat ja gerade gesehen, dass jede Person individualisiert betrachtet werden muss. Genau bei MS, oder, hat man ja gesehen, man kann da gar nicht sagen, dass alle die gleiche Menge brauchen. Bei einem hilft THC, bei anderen CBD. Ja, aber CBD hat doch weniger gute Erfahrungen gemacht, aber auch das THC hilft nicht bei allen gleich. Also ich glaube, da braucht es noch Forschung und es geht hier aber immer um einen gezielten Einsatz in geringen Dosierungen. Und wenn wir aber eine ganze junge Generation haben, die jeden Abend sich einfach dumpf machen, dann hilft es, wir haben zu Hause das ja auch erlebt mit unseren Jungen und ich in dieser Generation. Und ich habe dann immer wieder gesagt, oder wenn du dann das Cannabis genommen hast, oder, dann bist du so entspannt und so ruhig und du hast ja ganz viele Ideen. Aber es sind keine realistischen Ideen. Du musst das ohne Cannabis umsetzen. Mhm. Und wenn du die Welt verändern möchtest unter LSD und die Welt verändern möchtest unter Cannabis, dann kannst du die Ideen da holen, aber umsetzen musst du es ohne Drogen. Mhm. Und diese Kraft, dann brauche ich die Kraft als Persönlichkeit. Und da wiederum helfen uns die B-Vitamine. Mhm. Weil B gibt mir so diese Stabilität, das Magnesium-Calcium gibt mir die Stressresistenz. Also wenn ich gut ernährt bin und gut versorgt bin, dann kann ich auch etwas umsetzen. Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir hier genug B-Vitamine und Mineralien, ja, bekommen. Super. War extrem spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Danke. Sibylle. Danke dir vielmals, Corinne. So wertvoll. Hoff, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank für die tollen Interviews bisher und bis bald. Danke vielmals. Ja.
Ja, liebe Zuschauer, sehr spannend, was wir doch auch mit B-Komplexen wiederum in Bezug auf Süchten alles regulieren können. Und freue mich immer, wenn Sie zuschauen. Wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Bis bald. Tschüss.